wir endlich zu dem leckeren Sauerteig bzw. zu dem Roggenbrot. Und ich habe hier zwei Ansätze gemacht. Einmal aus Weizenmehl und einmal aus Roggenmehl. Und ich habe euch ja letztens erzählt bei Facebook, dass ich shoppen war und keine Klamotten, sondern viele leckere Mehlsorten, verschiedene Typen. Aber da ich ja nur Hausfrau und Mutter bin und eigentlich ja überhaupt keine Ahnung vom Mehl habe, normalerweise, wir kennen ja alle das 405er, das nehmen wir alle so in der Küche, aber warum nimmt man ein Weizenmehl oder ein Roggenmehl oder ein anderer Typ von Mehl? Und dafür habe ich mir Unterstützung geholt, nämlich den lieben Frederik. Hallo, mein Name ist Frederik Sommer, ich bin Bäckermeister. Wir kommen von der Bäckerei Sommer in Krefeld, backen jetzt in der 4. Generation unser Brot für Krefeld und die Umgebung. Und ich bin heute hier, um ein bisschen zu unterstützen und ein paar offene Fragen zu klären. Genau, damit wir alle mal wissen, wofür wir welches Mehl denn überhaupt benutzen. Die Bäckerei Sommer ist mir als Krefelder Mädel ja natürlich sehr bekannt. Im Raum Krefeld, in Kempen, in Hülz und in Fischeln. Das beste Brot ist das altdeutsche Brot, nur mal zur Info. Ja, Frederik, ich habe jetzt hier einen Ansatz gemacht. Einmal aus Mehl, aus dem Typ 1050 und einmal aus dem Typ, oder habe ich gerade erst angefangen, ist noch gar nicht fertig, 1150. Wo ist denn jetzt der Unterschied? Aber beim 1050, oder Typ 1050 handelt es sich um Weizenmehl. Wird also ein Weizensauer werden und bei der Type 1150 ist es Roggenmehl und es würde ein Roggensauer werden. Wobei der Roggensauer geschmacksstärker ist als der Weizensauer, aber im Endeffekt kann man jeden verwenden. Aber jeden Fall. Ich kann jetzt für ein Roggenmehl, für ein Roggenbrot, was ich backen möchte, auch das, den Ansatz mit den 1050 nehmen. Man kann es nehmen, man müsste mehr Sauerteig nehmen, da die Säure hier geringer ist. Okay. Und der Geschmack auch milder ist, als er im Roggenbrot erwünscht ist. Beim 1150 wird es halt geschmacksintensiver sein und man könnte weniger Sauerteig verwenden. Es geht beim Roggenbrot einfach nur um die Säure, die benötigt wird, damit das Roggenmehl gebacken können wir erschneiden, ne? Damit wir das Roggenmehl backen können. Okay, jetzt habe ich, ich habe ein Rezept, da wird ohne Hefe gebacken. Also wenn ich meinen Ansatz jetzt fertig habe, dann würde ich ein Brot machen ohne Hefe. Ich habe aber jetzt viel gelesen, dass immer Hefe dazu gegeben wird. Ist das sinnvoller? Geht mir das Brot besser auf? Also es stimmt, man kann ein Roggenbrot ohne Hefe backen. Das ist aber sehr schwierig und selbst der Bäcker als Fachmann würde es nicht so tun, okay, weil man müsste, um Sauerteighefen sich zu züchten, durch den Sauerteig wird es ja, wenn man das ja selber hochzüchten, müsste man einen dreistufigen Sauerteig machen. Der ist als solches schon mal wesentlich aufwendiger. Einen Sauerteig einfach länger stehen zu lassen, würde ich von abraten, weil es so eine 50-50 Chance ist, ob es jetzt passt oder ob es klappt oder ob es nicht klappt. Und bei Roggenmehl tut man ja eh sehr wenig Hefe in den Teig. Und ich würde immer ein bisschen Hefe reintun, weil es einfach Sicherheit gibt. Und das Brot wird dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit etwas, als wenn man die Hefe weglässt. Okay. Ja, also wir haben uns ja vorhin schon da ein bisschen drüber unterhalten. Ich mache mein Roggenbrot auf jeden Fall mit Hefe. Dann bekomme ich ja auch ein schöneres Brot. Und jetzt habe ich ja hier ganz viele verschiedene Mehlsorten gekauft. Einmal ein Weizen-Vollkornmehl, da steht überhaupt gar kein Typ drauf. Und ein Roggen-Vollkornmehl, da ist auch kein Typ drauf. Und hier habe ich jetzt verschiedene mit Typbezeichnung. Wo ist denn da der Unterschied? Also beim Weizen-Vollkornmehl wurde einfach das ganze Korn genommen, inklusive Keimlingen, allen Schalenteilen und wurde komplett vom Müller vermüllert, also vermahlen. Dasselbe ist es beim Roggenmehl. Beim Roggenmehl wurde auch eben hier ohne Roggenvollkornmehl, ohne Type, wurde das komplette Roggenkorn vermahlen und einfach da Mehl rausgemacht. Beim Typen jetzt 1050 zum Beispiel ist ein Weizenmehl mit einer relativ hohen Type, was jetzt zum Weizenbrotbacken geeignet ist. Da wurde das Korn vermahlen, der Keimling wurde vor der Vermühle abgetrennt. Und ein Teil der Schalenanteile wurde vermahlen. Bei der Typenzahl handelt es sich immer um den Mineralstoffgehalt im Mehl.
zum Beispiel, wenn man jetzt hier 550 hat, sind weniger Mineralstoffe drin als beim 1050. Das ganz klassische Mehl zum Brötchen machen und sowas, was der Bäcker benutzt, immer 550. 405, was so als das Hausfrauenmehl abgestempelt genau, wird, das ist das hier. Genau, würde der Bäcker zum Brot oder Brötchen machen nicht benutzen. Okay. Weil da weniger Eiweiß, da sind weniger Eiweiße drin, auch schlechtere, nicht unbedingt schlechtere Eiweiße, aber einfach weniger Eiweiße, die einfach dafür sorgen, dass das Brötchen oder Brot nicht so schön aufgeht. Also beim Backergebnis hängt es immer viel mit der Typ zusammen. 550 ist das ideale Mehl für Brötchen, für Brot, für Mischbrot. Beim Mischbrot gibt man eh noch Roggenmehl zu, welches dann auch wieder ein kleineres Gebäckvolumen zur Eigenschaft hat. Und 550 ist eigentlich der Alleskönner. Jetzt habe ich ja ein Weißbrot gebacken. Das Video ist ja schon draußen. Hätte ich da lieber 550er nehmen sollen oder war das okay mit dem 405er? Ich meine, das Brot war ja sehr lecker. Also wie gesagt, es geht mit dem 405er, das ist kein Problem. Okay. Der Bäcker würde 550 nehmen, weil das ist einfach das geläufigere Mehl ist mit den, besseren Eiweißen, hat auch ein bisschen höheren Mineralstoffgehalt halt. Okay, das wäre ein bisschen gesünder. Ja, es wäre ein bisschen gesünder, also aber das ein bisschen halt, ne, aber unwesentlich. Man würde auch, könnte auch 550 und 1050 mischen, dann hätte man immer noch ein Weizenbrot, aber halt vielleicht noch ein tickeren, gesünderes, wenn man das so haben möchte. Okay. Aber wer auch wissen, wie aufs Volumen geht. Also mit dem 550er wird das Brot sicherlich noch größer. Muss man gucken, ob das, ob man das haben möchte. Man kann Größe auch ein bisschen anders steuern. Aber ja. Also der Frederik hat sich ja das Video meines Weißbrotes angeguckt und da ist ihm sofort aufgefallen, dass mein Rand ein bisschen aufgeplatzt ist. Warum ist das passiert? Also ich würde sagen, dass das Brot noch nicht voll genug war zum Backen, dass er praktisch noch so viel Spannung im Teig drin war, dass der es durch den Backprozess dann noch nicht groß genug war und die Hülle nicht mitkam, dadurch aufgeplatzt ist. Vielleicht war auch der Rand mit der Spritzpustur noch nicht ganz angefeuchtet. Okay. Das heißt, dass der Rand trocken wurde beim Backen direkt. Die Hefe arbeitet weiter und dann reißt es einfach und platzt an der Stelle auf, wo man sich unbedingt haben möchte. Also auch ein bisschen mehr gehen lassen. Ein bisschen mehr gehen lassen, vielleicht die Seiten mit noch ein bisschen besser einfeuchten. Zum Schluss kurz vorm Backen vielleicht den Backraum ein bisschen mit Wasser beträufeln oder sowas, damit ein bisschen Wasserdampf entsteht, was die Kruste einfach oder die sich bilden soll, die Kruste soll sich ja bilden, ein bisschen geschmeidiger macht. Also zusätzlich zu meinem Gesprühe genau. Noch ein bisschen Wasser mit in den Backofen. Man kann auch bei süßen Broten, süße Brote werden ja häufig mit Ei abgestrichen, dann darf aber kein Wasser den Backraum nicht mit Wasser befeuchten, weil durch den Wasserdampf wird das Ei runterlaufen. Und dann hat man diese so hässliche Nasen, die da so runterziehen, wo das Ei runterläuft. Und beim süßen Weißbrot wird in der Regel mit Ei abgestrichen. Und das hat ja diese sehr braune Farbe, was einfach durch das Ei auch passiert. Und da einfach mit Ei abstreichen ordentlich und dann passt das auch. Wunderbar. Und ich habe meinen Teig ja im Backofen gehen lassen. Da hat der Frederik auch mit mir gemeckert, obwohl ich ihm jetzt erklärt habe, dass mein Backofen eine Hefefunktion hat. Also da kann ich das einstellen und dann ist die Luft im Backofen, die zirkuliert da irgendwie und das geht, aber in einem normalen Backofen, hast du mir gesagt, soll man das nicht machen. Ja, genau. Für Hefe ist die optimale Temperatur 30 Grad und eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit, so um die 75-80%. Das ist im Backofen jetzt nicht gegeben. In der Regel ist ja die niedrigste Stufe 50 Grad, die man einstellen kann. Und es ist ja eine recht trockene Backatmosphäre. Und das ist jetzt für die Hefe nicht so optimal. Die Haut wird trocken, also das Brot, was da drin ist, was da eigentlich aufgehen soll, zieht ein bisschen Haut und wird so ledrig. Und das soll ja eigentlich nicht passieren. Und deshalb würde ich empfehlen, als wenn man das zu Hause selber macht, Brot in die Form stellen, abdecken lassen. Dauert ein paar Minuten länger, nicht nur vielleicht, aber man hat ja Zeit und wenn es dann halt eine Stunde da steht, ist es ja auch nicht so schlimm. Also es ist egal, ob ein Teig jetzt 40 Minuten da steht oder eine Stunde da steht. Das ist vollkommen egal. Desto länger er steht, desto aromatischer wird es eigentlich. Ah, okay. Es gibt auch Brote, zum Beispiel, man kann auch den Teig jetzt machen, dann gibt man sehr wenig Hefe dazu. Und lässt den Teig 4-5 Stunden im Kessel stehen. Einfach abdecken,
auf der Arbeitsplatz stehen lassen. Nach 4-5 Stunden nimmt man ihn raus, macht daraus sein Brot, formt es und bringt es in Form, deckt es wieder ab, lässt es voll werden, also lässt die Hefe arbeiten, damit das Brot ein schönes Volumen hat und backt es dann. Also gutes Brot backen dauert. Gutes Brot backen. Ist keine Arbeit, aber man kann es ja stehen lassen, kann jetzt etwas anderes machen, irgendwas kaufen gehen, passiert auch nichts, auch wenn es 6-7 Stunden steht, ist auch egal. Und dann in Form bringen und backen. Ah, okay. Desto länger ein Teig steht, desto aromatischer wird er. Und es bleiben immer noch Fragen offen. Der Mehl ist ja so vielseitig und eigentlich so spannend. Sag mir mal, Frederik, warum ist das denn ein 1150er Mehl? Wie wird denn dieser Typ überhaupt bestimmt von einem Mehl? Also der Typ wird so bestimmt, der Müller malt sein Mehl. Und dieses Mehl wird ganz bestimmt ausgemahlen. L50 ist ein bestimmter Schalenanteil, ein bestimmter Mineralstoffgehalt in dem Mehl drin. Dazu nimmt der Müller sich eine Mehlprobe, verbrennt diese Mehlprobe in einem kleinen Ofen, der sehr heiß ist, dass alle Bestandteile verbrennen, außer die Mineralstoffe. Weil Mineralstoffe einfach nicht verbrennen. Nicht. Das sind Salze etc. Und diese werden zum Schluss gewogen, werden hochgerechnet auf die Mehlmenge, die verbrannt wurde, und daraus ergibt es dann die Type. Ah, okay. Jetzt wissen wir alle, woher die ganzen Typen kommen. Und wo kaufe ich denn mein Mehl? Also das ist jetzt ganz günstiges Mehl, das ist vielleicht ein etwas teures, das ist ein Biomehl. Wo kaufe ich denn am besten mein Mehl? Also im Grunde ist es in Deutschland egal, wo man sein Mehl kauft. Die Mehle sind alle qualitativ sehr hochwertig, die wir in Deutschland haben. Es kommt halt darauf an, was für eine Type man kauft. Die Type 405 ist besser für Kuchen und Massen und Plätzchen, okay, weil Type 405 sehr kleberschwach ist. Wenn ich jetzt ein Brot backen möchte, Brötchen backen möchte, dann würde ich bei Brötchen definitiv die Type 550 kaufen. Das ist auch das Standard-Bäckermehl, weil das sehr kleberstark ist, also sehr viel Eiweiß drin ist. Und das gibt einfach das schönste Brötchen, das schönste Gebäck. 10,50 als Weizenmehl jetzt ist für Weißbrot gut geeignet. Und Roggenmehl hat halt die Type L50 und noch 817 und noch mehrere andere. Und daraus backt man halt ein Roggenbrot. Da hat man wahrscheinlich auch viel mehr Aroma. Oder kommt das Aroma nur von dem Sauerteig? Das Aroma kommt vom Sauerteig. Mehl als solches hat nicht wirklich viel Aroma. Ein Aroma entsteht durch Zeit. Egal, ob es man jetzt beim Weißbrot ist, durch einen Vorteig, der auch sehr alt oder einen Tag alt ist. Und beim Roggenmehl braucht man halt einen Sauerteig. Man braucht ihn erstens, damit das Roggenmehl überhaupt backfest wird, damit das Roggenmehl verbackt werden kann. Und durch die Zeit, ein Sauerteig steht ja mehrere Tage und wird gezüchtet, und da sind Milchsäurebakterien drin, und diese Milchsäurebakterien produzieren erstens mal Säure, dann produzieren die Alkohol, produzieren Aromastoffe, der Alkohol verdampft natürlich beim Backprozess, also ist danach nicht mehr nachweisbar, keine Sorge für Kinder. Und dieser Sauerteig und dieses Aroma bildet halt diesen kräftigen Geschmack für das Roggenbrot, was ja auch dadurch kräftiger ist. Roggenbrot ist immer kräftiger als Weißbrot, weil ein Roggensauer immer intensiver ist als ein Weizensauer, und man braucht für ein Roggenmehl einfach einen Sauerteig. Es geht nicht ohne. Ist ja auch gesünder, ne? Ja, genau. Roggenbrot. Genau. Jetzt habe ich ja ganz oft schon versucht, Brötchen zu backen. Die werden natürlich nicht so wie bei euch in der Backstube. Und das Ergebnis hat uns bis jetzt auch gar nicht gefallen. Es ist so schwer, zu Hause normale weiße Brötchen zu backen. Ja. Ist das richtig? Ja, es ist schwer. Also auch für einen Bäcker sehr gute, einfache Brötchen oder Weizenbrötchen herzukriegen, ist, man sagt, die Königsdisziplin. Jeder kann sie, viele können sie nicht, weil sie nicht anständig sind. Weil einfaches Brötchen muss man können, man muss auch mit der Hand wirklich richtig aufmachen können, also richtig in Form bringen können, da muss Spannung rein. Und wenn jetzt eine Hausfrau Brötchen machen wollen würde, würde ich einfach Mehrkornbrötchen empfehlen. Also, ist dein Tipp. Ist mein Tipp. Mehrkornbrötchen sind viel einfacher zu machen als einfache Brötchen, okay, und sind dazu noch ein bisschen gesünder. Aber diesen Tipp, den bekommen nur ich und ihr bestimmt im nächsten Video oder in einem der nächsten Videos, zeige ich euch die Mehrkornbrötchen vom Frederik. Ich finde, der Frederik hat das echt super gemacht. Ich weiß, dass der Frederik heute sehr, sehr früh aufgestanden ist, und ich glaube, den schicken wir jetzt mal ins Bett, damit er noch ein bisschen Schlaf bekommt. Ich danke dir. Recht herzlich, war echt informativ, war richtig schön, auch das Gespräch schon im Vorfeld, und vielleicht quatschen wir jetzt gleich noch. Und all das Wissen gebe ich dann natürlich gerne an euch weiter. Bis dahin, eure Bea und der Frederik. Tschüss.